Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. So, wir haben jetzt diesen Aussichtspunkt geholt und könnt ihr direkt eigentlich das nächste Ziel anklicken. Und zwar, das nächste Ziel wäre eigentlich erstmal hier, denn ich muss wieder Medizin kaufen. Denn ich habe bei der einen Mission in der letzten Folge, war es letzte Folge? Ja, letzte Folge relativ viel Verbrauch, sagen wir es mal so. Deswegen muss ich mal wieder ein bisschen was kaufen. Warum lasst ihr meine Kinder hungern? Seid ihr alle? Ich bin nicht dran schuld, lass mich Ruhe. Investieren wir mal hier rein. Jo. Ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein, Freund. Dann gucken wir mal. Gibt es da irgendwie einen Schmied oder so in der Nähe? Wo ich, Warum ist der eigentlich so markiert? Und hoffen, dass er nicht stirbt. Gott wird ein Scheiß. Wenigstens ist mein Junge in der Fattoria. Wirst du es bereuen? Der ist oben. Wenn er fällt, stirbt er. Wenn er stirbt, ist das dein Ende! Glaubst du, du kannst das Gesetz in die eigenen Hände nehmen? Lass ihn los! Versteh dich, ihn runterzustoßen, Sir. Lass ihn gehen! Oh. Der Assassine! Er wurde schon wieder getötet, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Das ist eine Bank. Ist die offen? Die Bank? Nein. Die ist offen. Wie der Geld reinpasst. So, Warum haltet ihr nicht an und schaut, was... Ich doch gerne mit. Nee, soll ich mir einen scheiß Hammer? Den Ding kann ich mir und der ist besser. Hole ich mir. Erstmal ein bisschen ausrüsten hier, ne? Armbrust. Ich kaufe mal die Armbrust.
Ich habe gerne geholfen. Oh nice, warum nicht, ne? Lass mich in Ruhe. Und hier ist auch direkt der Auftrag. Ja, lol. Alles klar, auf geht's. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Okay. Karte auf den Schreibtisch angucken. Oh Gott, das ist ein schwerer Auftrag. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Einen Kaufmann angreifen wurde erfolgreich abgeschlossen. Ja. Köln. Ab nach Köln, Alter. Da gibt's aber auch Köln gibt Schulgeld. Na, sauber. So, das schafft einer alleine. Oh. Ein Treibschiff. Ah, oh, das schafft die alleine, komm. Der Level 3 schafft das doch wohl auch alleine. Alles klar. Jo. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Ich glaube, ich habe eine Sequenz beendet. Sequenz 4 beendet. Erfolge, Prinzessin in einer anderen Burg. Sekretär 5, der Bankier.
Alles klar. Der Auftrag ist da hinten. Was kann ich denn zwischendurch machen? Ich kann zwischendurch den hier machen. Von seiner Heiligkeit werden alle nicht ihm unterstehenden Milizen der Stadt aufgelöst. Was ist denn das Teil? Der Festung in der Romagna verläuft so glanzvoll, dass mehrere mit Kriegsbeute beladene Regimenter bereits nach Hause geschickt wurden. Denen, die bleiben, als Sua Signoria Cesare Borgia einen Teil des neu gewonnenen Landes versprochen. Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen. Wo ist denn der Zelle hierfür? Da unten. Schneller! Was macht er? Er kommt davon! Dein Gott hat dich verdammt! Was hat mein Gott damit zu tun? Gerade kann ich den Bürger nicht helfen, ich muss erst mit dem scheißen. Der ist da hinten irgendwo. Der sieht mich? Ja, lol. Ich. Das kommt natürlich dann. Was ist hier vorgefallen? Kommt schon, ihr müsst doch was gesehen haben, oder? Ja, rede weiter mit dem Tod, ist in Ordnung. Meine Fresse, warum geht ihr nicht gleich da rein, Alter? Kommt schon, Männer! Wir sind Gäserin! Kommt schon, Männer! Wir sind Borgia! Unbezwingbar!
Zeigte ihm, was den Feinden der Bord hat. Kommt schon, Männer! Das wir sind Bord! So unbezwingbar! Zeigte ihm, was den Feinden der Bord hat. Blüht! Kommt schon, Männer! Wir sind Bord! Cesare zahlt ein Hipster! Kommt schon, Männer! Wir sind Bord! Unbezwingbar! Meine Fresse, Alter! Für seinen Kopf. Komm schon, Männer! Wir sind Borger! Unbezwingbar! Komm schon, Männer! Wir sind Borger! Unbezwingbar! Zeigt ihm, was den Feinden der Borger blüht! Ich hab ihn! Cesare zahlt ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf! Cesare zahlt ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf! Cesare zahlt ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf. Kommt schon, Männer! Wir sind Borgia! Unbezwingbar! Kommt schon, Männer! Wir sind Borgia! Cesare zahlt ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf. Kommt schon, Männer! Wir sind Borgia! Unbezwingbar! Cesare zahlt ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf. Zeigt ihm, was den Feinden der Borgia blüht. Willst du mich verarschen? Der Hauptmann ist wieder da? Das ist ein anderer Hauptmann, oder? Ja, geht ja doch. Nee, ist der mich beklaut hat, glaube ich. Meine Fresse, ich hasse das manchmal, ne? Ja, komm, du kannst das doch darauf. Das weiß ich. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr kämpft gegen die Unterdrückung. Wenn ihr mögt, kämpfe ich mit euch.
kommt, meine Freunde. Ich habe frisch... Du kriegst einen Orangensaft, was? Okay, Apotheken da. Kaufe ich. Da investieren wir auch mal rein. Schon bald fühlt ihr euch besser. Alles klar. Aber ich beende erstmal diese Folge, wir sehen uns in der nächsten Folge, also bis dann, Schubi. Ich habe die Stadt Rom über die Jahre beobachtet. Innerhalb ihrer Mauern habe ich studiert, trainiert und getötet. Und mit der Zeit habe ich sie gezähmt. Geformt. Nirgends in der Stadt habe ich einen Mann getroffen, der sich mit mir messen könnte. Eine Seele, die bereit wäre, im Namen des Schicksals zu töten. Imstande, das zu fordern, was ihr rechtmäßig zusteht. Gewitzt genug, um dem Tod ins Auge zu blicken. Und charismatisch genug, eine unaufhaltbare Armee aufzustellen und ganz Italien zu erobern. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich! Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Und treffe ich doch jemals einen solchen Mann? Betrete dieser Mann jemals meine Stadt, wüsste ich ganz genau, wie ich ihn willkommen heißen würde.